Wenn am Sonntag 13.000 Menschen nach Ulm zum Fischerstechen auf der Donau pilgern werden, ist auch Friedrich Wart mit dabei. Der 72-jährige Ulmer lässt sich seit Jahrzehnten kein Stechen entgehen. Und weil Friedrich Warts Leidenschaft außerdem noch Zinnfiguren sind, hat er in mühevoller Arbeit das ganze Ulmer Fischerstechen nachgebildet. In klein fürs Schaufenster. Zinnfiguren, ein Fischerstechen im Miniaturformat. Zu sehen im Schaufenster des Kunsthaus Frey im Ulmer Fischerviertel. Und hier kommen Nah und Co. her, aus dem Hobbykeller von Friedrich Wart in Ulm-Böfingen. 1986 hatte er die Idee zum Fischerstechen im Maßstab 1:32. Ich bin mir Karte kaufen wollte zum Fischerstechen. Und dass sie dann ein Gespräch gehört haben und dass eine Familie nach einem Souvenir gefragt hat. Und dann hat die Frau da gesagt, wir haben ein Münster und wir haben den Spatz, aber sonst haben wir nichts. Eine Lücke, die Wart schließen wollte. Eigene Kautschukform hatte sich deshalb modellieren lassen von Ulmer Originalen. 40 bis 50 verschiedene Figuren kann er jetzt gießen. Mit einer rund 250 Grad heißen Mischung aus Zinn, Blei und Anemon. Dann härtet der Guss besser. Ja, jetzt haben wir das gegossen und jetzt ist er kaltet und jetzt kann ich den Raum öffnen und muss nachschauen, ob alles so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und so wie es aussieht, ist es so. Und ich nehme das jetzt raus und das ist jetzt ein Schneider. Eine Lieblingsfigur hat Friedrich Wart auch. Seinen Namensvetter, König Friedrich von Württemberg. Auf der Donau ein echtes Schwergewicht, aber auch rechtzeitig an die Vorlage zu kommen, war nicht leicht. Bevor das eigentlich richtig aktuell ist, weißt du schon, der Figur und die Figur und die Figur. Und in Wieblinger gibt es ja so ein Kostümverleih. Und die Frau, die schneidet ja das und die, und wo das war, bei der war ich dann. Und die hat mir dann Unterlage gegeben. Und bis Fischerstecher dann war die Friedrich auch schon fertig. Nur ein bis zwei neue Stecherfiguren, zu wenig für Friedrich Wart. Sein neuester Streich, Zinnfiguren von Ulmer Bürgersleuten in allen Lebenslagen. Und auch das Ulmer Fischerstechen kommt bald zurück in Warts Werkstatt. Noch eine knappe Woche aber können es alle im Ulmer Fischerviertel bewundern.